Jo Leute, ich bin Silverfreeze und willkommen zur sechsten Folge von Planet Coaster. In der letzten Folge haben wir unsere erste Achterbahn gebaut, bei der es auch ganz gut läuft, wie man sieht. Ansonsten haben wir noch diese Imbissbude gebaut und noch diese Toilette. In dieser Folge würde ich gerne die zweite Achterbahn platzieren und ich würde am liebsten gerne den Park noch dekorieren und verschiedene Gebäude platzieren, damit wir gutes Geld einnehmen und unser Park immer weiter wächst. Und hier sehen wir, dass hier niemand drauf ist. Wahrscheinlich liegt das an dem Preis oder an der Unbeliebtheit. Naja, wir müssen schauen, wie es sich weiterhin entwickelt. Wir haben ja in der letzten Folge hier den Preis runtergeschraubt sogar ein bisschen. Und hier sind immer noch wenig, jetzt sogar noch weniger. Krass, ne? Ich glaube, das liegt daran, dass viele auf die Achterbahn gehen. Deswegen, ja, es ist nicht so schlimm. So, und wir haben auf jeden Fall den Typen hier platziert. Der wandert anscheinend drüber jetzt in diese Abteilung. Lol, schaut mal. Der räumt den Müll auf, glaube ich. So, was macht der hier? Was braucht der? Ach, wir brauchen mehr Personalgebäude. Dann würde ich sagen, platzieren wir direkt eins daneben. Wir bauen auf jeden Fall noch ein Personalgebäude. Zack. Hier neben direkt. Bam. Da ist das nächste Personalgebäude. Da können maximal immer 3 Leute rein, glaube ich. So, und ich würde sagen, wir sparen jetzt Geld, damit wir eine gute Achterbahn platzieren können. So, und langsam gehen hier auch wieder Leute drauf. Das ist nett. Und hier sind mal keine Leute. Also fast. Krass, ne? Wie sich der Park aufteilt. Ich glaube, wir brauchen noch ein Passagiergebäude. Was für Passagiergebäude? Ich meine Personalgebäude. So, hier ist wieder jemand, ne? Boah, schaut euch die Achterbahn an. Ich würde sagen, wir schrauben das noch weiter hoch, das Geld. Erstmal 6,50 €. Wir erhöhen das langsam. Mal schauen, was die denken. Ja, okay, hier gehen welche drauf. Ich würde sagen, den Preis lassen wir erstmal so. Hier ist wieder jemand. Cool. Hier auch. Naja, ich glaube, wir können die Achterbahn leisten. Und ich habe geplant, die irgendwie hier zu platzieren. So, wir wollten die bauen. Die sieht nice aus. Und wo wollen wir die platzieren? Hier ist der Eingang. Okay. Dann würde ich sagen, macht es Sinn, sie so zu platzieren. Ich würde sagen, erstmal bauen wir einen Weg. Von hier aus. Richtung, ja, obwohl. Ja, komm, hier, zack. Ein Weg Richtung Achterbahn. Zack, zack. Einen coolen Weg. Zack, ein Weg ins Nichts. Ich würde sagen, wir platzieren hier erstmal ein Gebäude hin. Ich würde sagen, sowas zum Trinken. Zack. Jetzt können die Leute trinken. Die Preise wieder auf 7. Vielleicht können wir jetzt gleich die Achterbahn leisten, wenn wir genug Geld haben. Boah, hier stehen wieder eine Menge Leute. Und bei der Achterbahn... Ja, es geht. Woran liegt das, dass wir nicht mehr so im Plus sind? Ich würde sagen, wir müssen überall ein bisschen hochschrauben. Hier im Park müssen wir um 50 Cent hochschrauben. Okay, ich glaube, wir brauchen ein neues Personalgebäude. Zack, hier ist doch perfekt. Zack, neues Personalgebäude. Ich würde sagen, jetzt müssen wir gut Geld haben. Bekommen. So, die Leute gehen immer noch rein, ne? Also, da wir ja eine Achterbahn haben, können wir ja mehr Geld verlangen, oder? Das Problem ist halt, irgendwie habe ich gerade ein bisschen Finanzprobleme, dass wir einfach nicht mehr höher gehen, so richtig höher. So, ich würde sagen, wir nutzen diesen Modus wieder. Leute, unser Geld geht einfach nicht mehr so weit hoch. Ich würde sagen, die Achterbahn, dafür verlangen wir nicht mehr so viel. Zack, ich glaube, 6,50 € war ein bisschen zu viel. Lassen wir es einfach auf 6 Euro. Was sind die Wirkungen jetzt? Boah, die Wirkungen gehen deutlich hoch. Ich würde sagen, um die Wirkung noch besser zu machen, machen wir noch ein bisschen runter. Jo, auf einmal ist das hier voll, ne? Boah, schaut's euch an. Alter, schaut's euch an. Aber das Geld geht trotzdem runter. Warum auch immer. Ach, wegen dem Defekt, oder? Warte, wir machen das einfach mal auf 4,50 €. Was passiert dann? Wird's gestürmt? Da gehen auf jeden Fall schon mal mehr Leute drauf. Sag nicht, da ist ein Defekt. Als ob da jetzt ein Defekt ist. Wo ist der Techniker? Als ob da jetzt ein Defekt ist. Ey, Leute, wir haben einfach einen Fluch jetzt. Schaut euch an, wie die Achterbahn einfach verlassen. So, aber jetzt geht's, glaube ich, wieder. So, mal schauen, was jetzt passiert. Da gehen die ersten Leute drauf. Ey, Leute, wir haben einfach Probleme. Jetzt hat die wieder einen Ausfall. Junge, wir brauchen einen Handwerker mehr, ne? Ey, das ist so blöd. So, wie läuft's bei der Achterbahn jetzt? Die sind gleich erst wieder drauf. Boah, aber da kommen die Leute. Schaut euch das an. So, die ersten haben Glück. Die können jetzt einsteigen. Boah, wie viele hier drauf gehen, ne? So, und jetzt stellen sich die Leute da an. Leute, wir sitzen hier einfach fest. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wir sitzen einfach fest. Hauptsache, diese Attraktion ist aufgeblüht. Ich würde sagen, der Preis wird sowas von hochgeschraubt. So, dann würde ich sagen, hier auch auf 6,50 €. Hier dann auch auf 6,50 € und Achterbahn auf 6. Mal schauen, was das für Wirkungen sind. So, wir haben jetzt die 2 wieder geknackt. Fast. Leute, ich kann nichts sagen, außer, dass es bitter ist. Es ist einfach alles bitter gerade. Wir müssen etwas unternehmen. Wir müssen die Leute wieder anlocken. Ich wollte es ja mit einer Achterbahn machen. Oh nee, jetzt hat die wieder ein technisches Problem. Ey, was ist hier los? Was gibt's denn so? Ich fürchte, wir müssen sowas platzieren. Und die hat jetzt auch ein... Ey, wir brauchen einen mehr. Wir brauchen einen mehr. Wir brauchen einfach einen mehr. Wir brauchen so eine Attraktion, Leute. Wir bauen die. Die kommt ganz chillig hier hin. Oh, wir können die gerade nicht leisten. Wir müssen warten ein bisschen. So, die wird hier hinkommen. Warte, wo... Ja, bam. Eingang platzieren. Zack.
Ausgang platzieren. Eingang mit Weg verbinden. Okay. Zack, 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 zack. Leute, weiter, weiter. So. Ja, gehen wir noch eine Runde. Und so. Hier können die aussteigen. Bam. Und ich würde sagen, den Preis ballern wir erstmal auf 4 und wir eröffnen es. So, was passiert jetzt? Was wird jetzt passieren? Wir gehen auf jeden Fall in die Ego-Perspektive. Hör, als ob hier jeder vorbeigeht. Okay, da geht einer. So, und wir gehen jetzt in die Ego-Perspektive. Bam, sind wir die Einzigen. Und es geht los. Leute, wir sind auf so Pferden. Ja, das ist eine Spaß-Achterbahn. Was für Achterbahn-Attraktion? Aber wenn wir von Achterbahn reden, hier kann man sie beobachten und auch den Ausgang. Boah. Perfekt, ne? Das ist einfach so eine funny Bahn. Hier chill ich in der Ego-Perspektive. Ja, Leute, es ist... Jetzt kann man einen perfekten Real Talk führen. Es ist eine bisher sehr bittere Folge. Ich weiß nicht, wie es so schnell passieren konnte, dass wir wieder in einer finanziellen Krise sind. Ich hoffe, diese Bahn oder wie auch immer rettet uns, aber wie man sieht, ist hier fast niemand. Nur noch der Typ. Das sieht gerade gar nicht gut aus für den Park, Leute. Ich habe es einfach aus Verzweiflung gebaut. Naja. Mal schauen, was hier noch so passiert. Ob das unsere Rettung wird? Ich wage es zu bezweifeln. Guck, da ist der einsame Typ drauf. Gehen die hier drauf? Die gehen... Ja! Gehen ein paar mit Piraten-Merch oder so drauf. So, mal schauen, wie es sich hier entwickelt. Ja, bisher nicht so gut. Okay, da gehen noch ein paar drauf. Noch ein paar. Okay, langsam nähern sich da die Leute an. Langsam nähern die sich an. Alter. Okay, ich glaube, das ist sogar eine volle Runde, ne? Nice. Boah, die gehen da hin. Ey, die gehen da hin. Wie cool. Und guckt, wie schön das beleuchtet ist. Richtig nice. So, ich würde sagen, weiter höher schrauben die Preise. Auf 4 erstmal. Und wir müssen noch Mülleimer platzieren. Machen wir später. Naja, Leute. Damit würde ich sagen, das war's mit der 6. Folge von Planet Coaster. Lasst unbedingt ein Like da, wenn ihr mehr sehen wollt. Es war eine sehr bittere Folge. Hier ist mal wieder die Achterbahn ausgefallen. Abonniert diesen Kanal, um nichts davon zu verpassen. Checkt meinen zweiten Kanal aus. Link in der Beschreibung. Folgt mir auf Insta. Alles in der Beschreibung verlinkt. Und dann würde ich sagen, Leute, habt noch einen schönen Tag und ciao.